Willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Ihr seht schon, in unserer Hauptstadt New Fire Village geht es drunter und drüber. Hier werden Häuser besetzt. Es werden Häuser angezündet. Der wütende Mob zieht durch die Straßen. Die Feuerwehr und Polizei ist bereits im Einsatz. Aber eben wurden, wie gesagt, hier schon Brände gelegt. Die Feuerwehr aber schon steht in den Vorgärten der anderen Häuser bereit. Oh Gott, ich werde nass gespritzt. Ah, schnell weg. So. Während wiederum da ist schon die Feuerwehr. Ich wollte gerade sagen, ist die Polizei, aber der wütende Mob reist weiter gegen die, ja, keine Ahnung, wo die jetzt eigentlich hinwollen. Ich kann ja mal hier wieder zurückgehen. Da kommt ja halt nichts mehr eigentlich. Wo wollen die denn jetzt hin? Wo wollen die denn hin? Da sind keine Häuser mehr. Wollen die jetzt auch noch meine Produktionsstätten abfackeln oder was? Da brauche ich einmal... Oh, ich habe gar kein Geld. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich habe eine Bilanz von minus 3000 und... Oh Gott. Und produziere minus 6... Ach du Scheiße. Nee, ist gar nicht New Fire... Ist Horstwitch. Ist gar nicht New Fire Village. Das Problem ist auf alle Fälle... Ach du Scheiße. Upgraden. Ich muss mal kurz upgraden hier ganz viel. Um Geld zu verdienen. Weil wenn die dazu kommen, kriegen wir natürlich nicht Arbeiter hier, zack. Kriegen wir natürlich, obwohl die Bilanz ist jetzt gar nicht so doll angestiegen, um ehrlich zu sein. Oh, guck mal, der hat Kanonen geladen schon. Pass auf, da lade ich einfach noch was dazu. Kanonen habe ich auch ganz viele, ne? Die brauche ich, nee, guck mal, die brauche ich eigentlich für die Produktion. Ich lade die hier mal ab, die brauche ich für die Produktion. Eisen nehme ich mal mit. Die kann ich nicht mitnehmen. Hä? Was ist das denn? Warum kaufe ich denn Fleischkonserven hin und her? Weg damit. Deswegen habe ich davon wahrscheinlich keine hier. So, das sind noch nicht ganz beladen. Da lade ich mal noch ein Stack Paprika auf. So, und du kriegst mal ein Stack Segel. Würstchen. Nee, kann ich nicht. Die muss befriedigt bleiben. Kleidung. Scheine. So, lekturieren. Da machen wir auch gleich hier Steuereinnahmen, Steuereinnahmen und Steuereinnahmen veröffentlichen. Plus 270 schon mal. Also, kleiner Schritt ist gemacht. Die beiden Schiffe fahren jetzt einfach darüber. Und du lieber beschützt mal den da. Fährst den also einfach mal hinterher, denn da ist der Himmelsbote von N. Ja, richtig, das sind nämlich meine Probleme. Der kleinste Fehler kann schon das Ende bedeuten, ja. Und ich sollte unbedingt meine Inselzufriedenheit steigern. Das ist überhaupt nicht gut hier. Hier habe ich hoffentlich eine ausreichende Infrastruktur. Ich guck mal lieber, wie sehen denn hier meine Polizeiauftauchungen? Also ich habe hier Polizei gut, da hinten sind ja keine Häuser, da kann nichts passieren, aber... Hier ist echt überall Aufstand, also Horstwitch... Da ist der Inseldurchschnitt aber auch im Arsch, ne? Ich muss die zuvor... Guck mal, die haben teilweise nicht mal... Hä? Als ob die nicht mal einen Marktplatz haben teilweise. Als ob die nicht mal einen Einfluss vom Marktplatz haben. Da ist doch ein Marktplatz. Hä? Ach, der Marktplatz ist boykottiert, da ist ein Aufstand. Ja, dann ist klar, dass die Inselzufriedenheit auch so gedrückt ist. Also, wenn die nicht mal einen Marktplatz haben. Ich brauche eigentlich auch Schnaps und Paps. Schnaps und Paps. hallo. Den um... Warum kann ich den denn jetzt nicht umsetzen hier? Kann ich ihn nicht umsetzen? Zack. Geht nicht. Geht nicht. Naja. Nicht so schlimm. Ich hoffe, die kriegen das hier noch halbwegs geregelt. Die Polizei ist auf alle Fälle mit einem Einsatztrupp, glaube ich, nur auf den Straßen. Hier hinten. Und der kann dagegen nicht so wirklich was machen. Minus 3000, oh Gott, plus 500. Sind meine Schiffe schon angekommen? Nö, die sind noch auf dem Weg. Wie lange brauchen die denn? Die sind noch nicht mal aus dem Hafen raus. Die Flotte bitte zu Archie. So. Und in der Zeit werde ich, denke ich, weiter Schoner produzieren. Scheiße, ich habe die ganzen Segel aufgeladen. Schoner bringt natürlich auch ordentlich Geld. Nun gut, in der Zeit kann ich ja euch schon mal ein paar Neuigkeiten sagen, ne? Das ist ja jetzt die 16. Folge der zweiten Staffel. Und ihr werdet es wahrscheinlich, einige von euch werden es wahrscheinlich noch in Erinnerung haben. Ich habe es ja am Anfang der Staffel gesagt und auch am Ende der ersten Staffel. Diese Staffel ist komplett vorproduziert.
weil ich mich gerade zu diesem Zeitpunkt in der Theoriephase bei meiner Uni befinde. Für 10 Wochen. Und ich wollte nicht wieder wie in der ersten und letzten Theoriephase. Oh Gott. Was hier los? Nee, ihr defft mal wieder schön. Hallo? Hallo? Nein? Hallo? Ihr fahrt schön dem Schoner hinterher. Hallo? Nein? Ihr seid 2 Kanonenboote. Ihr fahrt nicht auf eine Fregatte zu. Seid ihr bescheuert oder was? Guck mal, da kommt eine andere. Wenn die jetzt die angreifen, dann können sie da 6 Kanonenboote drauf da, aber sonst nicht hier. Auf alle Fälle, was ich sagen wollte. Es waren ursprünglich, hatte ich ja mir einen Plan gemacht, okay, wie viel möchte ich denn gerne vorproduzieren? Und das Problem ist, dass ich habe mit einem Durchschnittswochenveröffentlichung von 5 Folgen pro Woche gerechnet. Also das, was ich die meiste Zeit in der ersten Staffel durchgezogen habe. Das habe ich aber ganz einfach nicht hinbekommen, um ehrlich zu sein, vorzuproduzieren, während ich ja noch 5 Folgen in der ersten Staffel die meiste Zeit produziert habe. Also habe ich nicht hinbekommen, 50 Folgen vorzuproduzieren. Das heißt, es werden ungefähr 20 Folgen sein. Wir sind in der 16. Folge. Ich bezweifle, dass ich über 20 Folgen komme, ganz einfach. Weil ich habe noch 5 Tage Zeit. Das sind aber 5 Wochentage, die ich Zeit habe. Und nach der Arbeit kenne ich meine Moral, Videos aufzunehmen. Deswegen sage ich gleich schon mal, dass es wahrscheinlich nicht mehr als 20 Folgen werden. Ich weiß es aber noch nicht. Wir werden also wahrscheinlich bei weitem nicht so weit kommen wie in der ersten Staffel. Wir können, glaube ich, froh sein, wenn wir überhaupt die neue Welt erkunden. So, Bedürfnisse. Ich kann hier ein paar Bauern upgraden. Zack, dann habe ich wenigstens wieder Arbeiter. Hallo? Was ist denn mit der Flotte immer los hier? Die soll geschlossen fahren, was ist daran so schwer? Arbeiter aus in New Fire Village, bitte sagt, dass da eine Feuerwehr in der Umgebung ist. Gerade so, Feuer darf sich aber nicht ausbreiten. Ah, ich kann nicht mobilisieren! Ich sollte unbedingt was für die Zufriedenheit machen. Zufriedenheit. Die haben Zufriedenheit, das heißt, ich muss die Arbeiter befriedigen. Kirche. Bier ist wieder mal schwierig. Kirche kann ich aber hinkriegen. Da hinten haben wir eine. Ich könnte hier noch eine Kirche hinbauen. Habe ich das Geld dafür? Ja. Habe ich sogar das Geld. Ich weiß aber nicht, ob sich das lohnt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Es wäre wichtiger. Oh Gott. Wie sieht es mit der Zufriedenheit aus? Eine Varieté zu bauen. 10.000 ist unmöglich machbar. Bier, Rum. Kann ich Bier produzieren? Da kann ich Hopfen produzieren hier unten? Ja, ne? Hopfen kann ich hier produzieren. Wollte ich ja auch machen eigentlich hier, ne? Da habe ich ja schon Hopfen. Hopfenplantagen gebaut. Die baue ich mal noch weiter aus. Zack und. Zack. Huch. Ja gut, ist noch ein Blueprint, aber nicht so schlimm. Zack. Ausbauen. 500. Haben wir davon ein bisschen was? Bier. Ich muss das ja aber rüberbringen, weil die Melzereien dann drüben gebaut werden. Das ist 1,30 auf 1 Minute. Das ist ein ganz komische Dinger. Also davon. Es wären 6 zu 2 oder was? Bin ich ja richtig? 3 auf 1? 3 auf 1? 6 auf 2, genau. 3 auf 1, dann baue ich eine Melzerei da drüben. Und 2 Brauereien. So machen wir es. Ich habe doch bestimmt schon eine Handelsroute hier, ne? Von Horstwich, genau. Die bringen aber eigentlich schon die. Warte auf, dann machen wir einfach noch eine neue. Route einrichten, Handelsrouten. Er hat aber gar keine Schiffe, ne? Scheiße. Da muss ich mal ganz kurz nochmal weg. Ist das Schiff schon fertig produziert? Tatsächlich, perfekt. Die Lalibela. Die Lalibela, die schicke ich jetzt auf die neu erstellte Route gleich rauf. Handelsroute. Zack, die Lalibela. Und die fährt bitte von Horstwich nach New Fire Village. Die Flammen sind außer Kontrolle.
Ach Gott, nein. Und lädt da bitte Hopfen ein. Und lädt das da wieder aus. Annehmen. So, er freut sich, dass bei mir ein Feuer ist. Danke, danke. Ja, das Feuer ist aber wirklich außer Kontrolle hier. Ach du Scheiße. Das kriegt die eine Feuerwehr tatsächlich nicht mehr gerichtet. Da reißen wir hier mal ein Ding ab und bauen eine weitere Feuerwehr hin. Weil hier hinten haben einige ja, waren eh nicht in der Reichweite drin. Ja, ohne die nötige Zufriedenheit für weitere Einsatzkräfte ist das echt schwierig, ne? Ich muss eigentlich Zufriedenheit steigern. Guck mal, Handwerker minus 13. Warum? Ach so, hier Umweltverschmutzung, Zeitung. Ich habe hier sehr viel lektoriert auch, das stimmt. Und minus 7 Zufriedenheit, weil kein Luxusgut da ist. Hm. Inselzufriedenheit ist gut. Arbeitsbedingungen ist, naja, durchschnittlich, neutral halt. Also ich muss eigentlich wenigstens eine Varieté oder so bauen, aber 10.000, wie soll ich denn 10.000 rankriegen? Könnte ich eigentlich relativ easy, oder? Oh Mann. So, baut mal hier ein paar Schoner bitte, ich muss was verkaufen. Neue Befehle? So. Und du lädst mal, lad irgendwas auf bitte, was ich verkaufen kann. Ich würde gerne Fenster verkaufen, aber ich brauche die. Und die Produktion ist so langsam, dass ich die einfach nicht verkaufen kann. Ich habe auch nichts, was ich großartig in Überproduktion habe an Luxusgütern. Oh, da sind schon die ersten Häuser zerstört. Ach, scheiße, ey. Für Experte ist das echt alles ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Habe ich hier irgendwie was über? Wolle, ja, schön. Auch nicht wirklich Luxusgüter, ne? Das wird ja beides rüberkutschiert. Hopfen wird da jetzt auch rüberkutschiert. Das heißt, ich sollte dann vielleicht schon mal hier... oh, war denn hier los? War denn hier los? Ihr greift mich aber nicht an, oder? Der fährt direkt auf meine Insel zu. Ah, er dreht ab. Okay, alles cool. Gehen wir nochmal nach New Fire Village. Und hier baue ich jetzt nochmal Melzereien. Also eine Melzerei. Und wo haben wir denn das Bier? Da. Eine Melzerei. Getreide haben wir schon genug, hoffentlich. Die Melzerei, die baue ich einfach mal dahin. Zack. Und dann bauen wir für die Melzerei 30 Sekunden, eine Minute. Brauchen wir eigentlich zwei Getreidefarmen. Bauen wir hier noch eine Getreidefarm erstmal hin. Habe ich, wie viel Getreide habe ich momentan denn schon? Null. Scheiße. Ich brauche definitiv zwei. Zack. Zack. Oh Gott. So, also da kriegen wir nicht noch eine Getreidefarm hin. Hier auch nicht, also... Könnte ich denn hier so eine Getreidefarm hinbauen? Ich könnte hier hinten einfach jeglichen Platz, den ich kriegen kann, ausnutzen. Aber guck mal, da steht eine Köhlerei, die ich dann auch schon extrem beeinträchtige. Guck mal, das geht auf 50% runter, die Köhlerei. Nicht schön, aber naja, immerhin etwas. Dann haben wir eine Melzerei, wenn der Hopfen kommt. Und dann bauen wir zwei Brauereien hier noch hin. Die Brauereien, die bauen wir zack und zack. Und ziehen die Straße hier noch weiter durch. Wo ist denn das nächste Lagerhaus ist da. Oh Gott, das ist voll. Das müsste ich eigentlich upgraden, aber schon wieder kein Geld mehr. Scheiße. Scheiße, kein Geld. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ist attraktiver geworden. Und dem fehlen Arbeitskräfte, ne? Fuck, Alter, mir fehlen auch haufenweise Arbeitskräfte jetzt. Pass auf, ich downgrade ein paar Handwerker. Ich brauche die Arbeiter, ja. Also, da kann ich ja nichts machen. Ich brauche die Arbeiter und eigentlich brauche ich auch noch mehr Bauern. Die Arbeiter kann ich eben über die Handwerker erreichen. So. Aber die Bauern muss ich manuell mehr bauen. Da muss ich hier irgendwo jetzt noch Bauernhäuser hinbauen. So, ich... Ja, das setzt die Kühlerei natürlich komplett aus, ne? Also... Kannst du mir nicht erzählen, dass ich nicht zu viel Kohle habe bei so viel Kühlereien? Kohle ist tatsächlich nur durchschnittlich. Versteck die Flaschen. Dann baue ich das einfach dahin und ziehe die Straße hier noch durch. So. Und dann baue ich die hier auch nochmal neu. Damit das hier ein bisschen besser ausfüllt. Zack.
ziehe hier eine Straße runter. Dahin. Was? Scheiße, kein Geld. Scheiße, kein Geld. Neue Befehle? Hallo, so. Transfermenü. Stein. Ich kann nicht alle meine Steine mal verkaufen. Ich verkaufe ein bisschen Wurst. Stahlträger. Ich verkaufe einfach auch ein paar Kanonen, weil ohne Geld kann ich mit Kanonen eigentlich auch nichts anfangen. So. Was? Schiff unter Beschuss? Was? 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 Warum? Da kümmere ich mich gleich drum. Ich schicke die erstmal fix nach da rüber. Und wo ist jetzt ein Schiff angegriffen hier? Das ist die Delphi. Warum hatten die keinen Geleitschutz? Und wo kommt die her? Hä? Wo kommt denn die von dort her? Achso, nee, doch, ist richtig. Von der Hauptinsel wahrscheinlich. Oh! Als ob die beiden Kanonenboote... Deswegen hat die keinen Geleitschutz. Als ob die beiden Kanonenboote die Fregatte erledigt bekommen jetzt hier. Ah, gut, die können halt nach vorne schießen, ne? Die Fregatte ist da schon ein bisschen hilflos ausgeliefert, würde ich sagen. Oh, jetzt dreht sie. Sie dreht. Oh, wie schade. Oh Gott. Da kommt jetzt noch ein Kanonenboot. Meine, die beiden sind halt schon echt hart angehittet. Da kommen ein paar Segel, ist doch... Komm, so ein blödes Piratenkanonenboot werdet ihr doch wohl noch erledigt bekommen. Auch wenn ihr vielleicht ein bisschen geschwindigkeitstechnisch eingeschränkt seid. Solange die im Radius ist, ist sie nicht. Fuck, ist es nicht. Ja, dann haut's jetzt ab. Dann haut's jetzt ab. Dann verfolgt mal lieber hier... Pass mal auf, ihr müsst ja nicht zu 6 immer das Ding verfolgen. Dann verfolgt doch einfach bitte das andere Schiff hier. Den hier. Zack. Den Delphi. Da ist nämlich eben anscheinend niemand hinterhergefahren. Das ist natürlich auch noch nicht so cool, ne? Ich muss jetzt hier aber eigentlich auch... Also kein Geld, da war was. Gott, minus 800. Oh Gott, minus 500 Bilanz. Ich brauche endlich Zufriedenheit. Nicht das ganze Schiff verkaufen, bloß nicht hier. Transfermenü, ich brauche ein paar... 12.000, komm, 12.000. Dafür opfere ich jetzt mal 50 Kanonen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 50 Kanonen mal geopfert. Vielleicht wäre es besser gewesen, mit den 50 Kanonen ein Linienschiff zu bauen. Ich glaube, das bringt... Stopp. Ich glaube, das bringt mehr, ne? 50.000 bringt das. Also ein Kanonenschiff bringt, produziert mit 30 Kanonen, viermal so viel wie 50 Kanonen selber. Und das ist ja, also das ist ja bloß Zeit, die investiert wird, ne? 12 Minuten für 50.000. Ich denke, das ist gut. Ich produziere ein Linienschiff danach. Jetzt habe ich nämlich 50 Kanonen rausgeschmissen, obwohl ich fünfmal so viel Geld hätte haben können davon. Nicht so schlimm. Hier upgrade ich erstmal ein bisschen. Da brennt es immer noch oder schon wieder. Wahrscheinlich schon wieder, weil ich das andere alles schon upgraden konnte. Mit zwei Feuerwachen haben wir es dann in den Griff bekommen. Es wird wieder knapp. Oh scheiße, das wird richtig knapp hier. Ich habe hier zwei Schoner zu stehen, die produziert wurden jetzt. Die habe ich auch bloß zum Verkaufen produziert. Also fahren jetzt auch direkt mal darüber, damit ich die verkaufen kann. Das machen wir in der nächsten Folge und wir kümmern uns weiter darum, vielleicht ein bisschen mehr Zufriedenheit zu kriegen. Das wäre extrem wichtig. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Und bis dahin würde ich erstmal sagen, auf Wiedersehen und ciao.